Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Wir sind jetzt hier unterwegs mit der wunderschönen Planierraupe erstmal und werden uns gleich, wenn wir hier durch sind, einmal die Walze schnappen. Denn nachdem alles verteilt ist, muss auch alles verdichtet werden. Und das wird diese Folge hier angegangen, das Thema. So, dann schieben wir mal ein bisschen glatt. Das wird vielleicht ein bisschen noch ein bisschen dauern, aber sollte schon passen. So. Hier noch ein bisschen glatt ziehen. Ja, fahren wir einfach mal die ganzen Spuren einmal dran lang. Und dann gucken wir mal, wie das hier am Ende aussieht. Merkt auf jeden Fall, das läuft momentan, glaube ich, ganz gut. Würde ich mal behaupten. %88 ist schon mal nicht schlecht. Okay, jetzt nur noch 87. Da haben wir zu viel glatt gezogen. Anheben. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich glaube, wenn das hier platt ist, dann sollte das soweit passen. Ja, ich gebe zu, das Einfachste wäre, einfach hier noch ein bisschen Material hinkippen. Vom Finanzieren her haben wir sowieso keine Schwierigkeiten, aber es gehört halt auch ein bisschen dazu, hier einmal eben Platz ein bisschen zu planieren. So, schieben das Ganze nochmal ein bisschen weiter in die Innenfläche rein. Wäre zumindest nicht verkehrt. %88. 99. Das sollte jetzt hier im Moment passen. Vielleicht hier noch ein bisschen vorfahren. Sehr schön. 100%. So wollen wir das. Dann machen wir es wie immer. Erstmal schön die Straße blockieren. So, und nun das große Ereignis. Es wird einmal gewalzt. Erstmal die Straße, dann wahrscheinlich die andere Straße. Und ich denke mal, irgendwann mal zwischen den Folgen werde ich hier schon den Fertiger dann hinstellen. Fertiger und Asphaltwalze. Und dann haben wir im Prinzip auch schon bald, vielleicht in spätestens 2 Folgen, auch wirklich 2 Aufträge dahinter uns. Das war falsch. So. Verdichten an. Dann toben wir uns mal richtig aus. Walzen ist eigentlich ja nicht die Kunst. Achso, zumindest in Bezug auf den Zeitaufwand, weil 8 km/h, eine gute Arbeitsbreite, da macht man schon was. Gut, die Fläche ist jetzt nicht wirklich groß, aber muss halt auch alles gemacht werden. Hat man einfach relativ zügig einfach durch. Das sollte jetzt hier nicht das größte Problem sein. So, ziehen wir auch noch einmal rum. Ich denke mal, vorne diesen ganz kleinen Zipfel lassen wir erstmal aus. Hat ein bisschen den Hintergrund. Ich glaube, mit der Hauptfläche machen wir ein bisschen mehr. Kommen ein paar Prozente mehr zusammen. Das kann man hier trotzdem aus dem kleinen Zipfel hier rechts machen.
Außerdem, so wie hier gewalzt wird, wird sowieso wahrscheinlich in der Wirklichkeit gewalzt. Also von daher wird das schon irgendwie passen. So. Schöne 36%. Also wie gesagt, es ist eine flotte Geschichte. Also vom Zeitaufwand her ist es eigentlich fast ein schlechter Witz. Aber es muss halt auch gemacht werden. Das darf man halt eben auch nicht vergessen. Und ich würde behaupten, vor- und zurückfahren könnte ein bisschen einfacher sein. Oder wie scheint mir das jetzt gleich? Wir machen das jetzt einfach mal. Das Gute, vorwärts und rückwärts ist ungefähr gleich. Beziehungsweise, ich glaube, rückwärts fahren wir sogar fast schneller. Also kommt es mir zumindest gerade vor. Wenn ich mir das gerade so ein bisschen angucke, ich glaube, es wird doch etwas länger als zwei Folgen dauern. Würde ich jetzt doch noch einschätzen. So als kleine Korrektur. Also ich habe zumindest eben gerade den Eindruck. Natürlich kann ich auch falsch liegen, aber ich muss sagen, wir müssen hier jetzt noch eben kurz ein kleines bisschen machen. Auf der anderen Baustelle kann man zumindest mal anfangen. Das ist zumindest etwas. Ja, vom Prinzip muss man sich eigentlich erstmal überraschen lassen, was hier am Ende tatsächlich von kommt. Ich glaube noch einmal zurück und vielleicht irgendwo noch einen kleinen Rest. Also kleiner Rest, der ja halbe Einfahrt. So. Ja doch, einmal noch vorfahren. Und dann da vorne in den kleinen Zipfel da. Dann sollte das, denke ich, passen. Also spätestens dann. So, einmal gleich hart einlenken. Auch so eine Sache. Machst du eigentlich nicht, wenn du walzt. Oder soll man eigentlich nicht machen. Weil dann ist der Untergrund nicht mehr ganz so eben. Oder zumindest wenn dann nicht ganz so extrem. So, 100%. Wunderbar. Dann machen wir Folgendes. Einmal bitte eine Schnellreise. Wir haben noch ein anderes Bauvorhaben. Hier muss nämlich auch noch verdichtet werden. Natürlich, nach dem wunderschönen Ladescreen. Also, was irgendwie vom Ladescreen her, irgendwie wäre es eigentlich schön, wenn du noch ein paar neue irgendwie kriegen würdest. Also, ist jetzt nur so meine Meinung, aber hast du vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Abwechslung. Aber gut. Ist eigentlich auch nur so eine optische Geschichte. Ja, dann walzen wir auch noch mal ein paar Mal vor und zurück. Dann sollte das auch am Ende passen. Ich denke, man sollte es sich aus irgendwelchen Gründen dann nicht ganz ausgehen.
Ich gehe jetzt erstmal mal nicht von aus, wobei eigentlich muss ich ja von ausgehen. Ich denke mal, wenn das Walzen nicht ganz durch ist, mache ich eben offscreen den letzten Rest. Und das war wahrscheinlich zur nächsten Folge einfach nur noch ein Schwarzdeckenfertiger überall drüber müssen, beziehungsweise dann die einzelnen Flächen einmal abwalzen. Was wir uns vielleicht so ein bisschen als Ziel setzen, pro Folge eine Fläche im Fertiger zu bearbeiten. Wobei, wenn ich bin, eigentlich müsste man vielleicht sogar eher gucken erstmal, wie viel das überhaupt tatsächlich ist. Vielleicht, ja gut, vielleicht, also ich werde auf jeden Fall aufzuschließen, die passenden Baumaschinen an die Baustelle fahren zur nächsten Folge. Walzen, ja gut, vielleicht überlegt man sich das doch nochmal. Also so bin ich jetzt so ein bisschen vom Gedankengang her. Weil das geht ja eigentlich doch relativ zügig. Wenn ich jetzt so überlege, wir haben jetzt, ja, wenn wir hinten angekommen sind, knapp die Hälfte. So im Nachhinein gesagt, das ist jetzt eigentlich auch kein Akt. Und wir haben ja noch einiges an Zeit auf dem Tacho. Also von daher, einmal schön walzen. Ja, ich denk mal, wenn es wirklich nur ein paar Prozente sind, dann kann man es vielleicht auch noch vielleicht auf die nächste Folge schieben. Aber wir gucken gleich. Gleich einmal erstmal gucken. Ja, ungefähr jetzt sollten wir auf jeden Fall die Hälfte hinter uns haben. Theoretisch eigentlich auch schon knapp über der Hälfte. Praktisch ist sowieso immer so eine Sache für sich. Und man sollte auch, wenn es geht, eine volle Bahn mitnehmen, dann ist man auch ein bisschen schneller fertig. Wäre zumindest jedenfalls nicht verkehrt, Gerüchten zufolge. Meinem Interessensatz halber 65%, also einmal hin, einmal zurück und dann wahrscheinlich noch einmal hin. Mehr ist das, glaube ich, nicht mehr. Und wenn meine Wenigkeit gerade gefahren wäre, ich glaube, dann müssten wir wahrscheinlich auch nur noch einmal zurückfahren. Dann wird es wahrscheinlich auch schon ausreichen. Gehe ich jetzt mal von aus. So, einmal hier vor und dann gleich noch einmal zurück. Beziehungsweise, ja, halt eben einmal noch eben kurz das End hier machen. Das auch am Ende tatsächlich ungefähr passt. Und dann hier einmal mittig drüber. Dann ist es auch schön fest. Auf einer guten Länge, auf einer guten Breite. Dann kann man damit arbeiten. Hoffe ich zumindest. Wäre jedenfalls wünschenswert. Meine Befürchtung ist, dass wir noch irgendein gewisses Stück auf jeden Fall noch wieder vorfahren müssen. Jo, wir müssen auf jeden Fall nochmal vorfahren. Bin ich zwar nicht ganz so angetan von, aber das
Streifen hier ist noch ein bisschen zu breit. Was lernen wir daraus, wenn wir mal einmal vernünftig fahren. Aber ich würde noch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die letzte Bahn zieht sich jetzt eben selber zu Ende. Vielleicht haben wir es jetzt in der Moderation auch noch fertig. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Tschüss.